Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Wir sind heute wieder in Sachen Deutscher Zukunftspreis 2013 unterwegs. Heute dreht sich alles um das Thema Smartphone-Displays. Dazu spreche ich mit Rainer Petzel von der Current Laser Systems in Göttingen. Bevor wir beginnen, noch ein paar Sätze zum Deutschen Zukunftspreis selber. Der wird seit 1997 verliehen, jeweils vom Bundespräsidenten. Roman Herzog war der erste Bundespräsident, der den Preis 1997 vergeben hat. Er ist mit 250.000 Euro dotiert. Finanziert wird der Preis durch namhafte Unternehmen und durch Stiftungen. Der Stifterverband führt die Geschäftsstelle des Preises und akquiriert die Mittel für den Preis. So viel einfach nur zum Hintergrund dieses Preises. Und jetzt würde ich mal sagen, steigen wir mal in das Projekt ein. Hallo Herr Petzel. Bei Ihrem Projekt geht es ja um das Thema Displays. Displays für Smartphones, wie wir sie alle haben. Aber auch für Tablets und für Fernseher der neuesten Generation. An solche Displays werden ja immer höhere Ansprüche gestellt. Vielleicht können Sie mal für einen Laien erklären, wie so ein Display eigentlich aufgebaut ist. Ja, ein Display heutzutage, Flachbildschirmdisplay, aufgebaut aus einer Vielzahl von Einzelbildpunkten, die zusammengesetzt das Bild ergeben. Und nun kann man sich vorstellen, die Zahl dieser Bildpunkte ist eine Herausforderung, wie sehr kann ich Bauteile miniaturisieren, um viele dieser Bildpunkte auf einer Fläche unterzubringen. Und genau da kommt unsere Innovation ins Spiel. Wir reden also vor allem über höchst auflösende Displays, da wo viele Pixel pro Fläche untergebracht werden, hohe PPI-Werte, und wir reden über solche Displays, die sich auch dann der neueren AMOLED-Technologie anschließen. Zu der OLED-Technik kommen wir vielleicht später nochmal. Vielleicht nochmal zu dem eigentlichen Projekt. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ja ein Lasersystem entwickelt, mit dem sozusagen durch ultraviolettes Licht ganz dünne Schichten von Polysilizium produziert werden können. Und das wiederum ist ja offensichtlich die Grundlage für die Fertigung solch hochauflösender Displays. Können Sie mal erklären, was es mit diesem Polysilizium auf sich hat? Jawohl, also diese Bildpunkte, die wir angesprochen haben, werden letztlich hell-dunkel gesteuert von Dünnschicht-Transistoren oder Thin-Film-Transistors, TFTs. Im herkömmlichen Fall wird das mit Silizium dieser Transistor aufgebaut, das sind dünnste Schichten, 50 Nanometer. In dem Moment ist es ungeordnetes Silizium. Unsere Innovation kommt ins Spiel, aus diesem Schaltmaterial, wie ich es jetzt mal nenne, geordnetes Material zu machen, es zu kristallisieren. Damit ändern sich die elektrischen Eigenschaften und damit natürlich auch die Funktionalität dieser Dünnschichttransistoren. Die sind schneller, die können höheren Strom treiben und die brauchen insbesondere weniger Fläche, um untergebracht zu werden, was dann diese Vielzahl der Bildpunkte überhaupt erst erlaubt. Und was ist jetzt das eigentlich Innovative an dem Projekt? Was kann man jetzt, was man vorher nicht konnte? Die Idee, aus amorphen Silizium Kristallines zu machen, ist zugegebenermaßen nicht so neu und auch von uns schon seit 15 Jahren so verfolgt. Allerdings die Hürde, das auf einen industriell relevanten Maßstab zu bringen, das ist die Hürde, die diese Innovation nimmt. Nämlich entscheidende Verbesserungen im Lasersystem. Und mit System meine ich hier den Laser, ein Excimer-Laser, der im UV-Wellenlängenbereich emittiert, kombiniert mit einer Strahlführung, was am Ende eine sehr hohe Laserleistung zur Verfügung stellt, die geeignet geformt wird, um große Substrate bearbeiten zu können in Taktzeiten, wie sie für die Industrie relevant sind. Und dann werden insbesondere solche Smartphone-Displays, Tablet-Displays so erschwinglich, dass sich auch ein Markt darüber erschließen lässt. Somit die Hürde der Skalierbarkeit, der hohen Leistung, der Übertragung auf große Formate, auf industrierelevante Standards. Das ist die Innovation,
Und das hat den Durchbruch bei den Smartphones letztlich auch jetzt ermöglicht. Wenn Sie von großen Flächen sprechen, von welchen Flächen sprechen wir jetzt? Was ist jetzt möglich mit Ihrer Technologie? Heute ist bereits die typische Größe, die wir bearbeiten, Glasplatten, auf denen wir das amorphe Silizium dann finden zur Bearbeitung, in der Größe 1,5 Meter im Quadrat etwa. Aber auch schon erste Systeme, die mit Glasplatten von beispielsweise 2,5 Meter im Quadrat arbeiten. Das sind typische Glasgrößen in der Industrie, die dann in einem deutlich späteren Prozessschritt vereinzelt werden zu kleinen, mittleren oder großen Displays. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wird mein Smartphone-Display nicht einzeln hergestellt, sondern ist Teil einer ganz großen Platte und wird erst im Nachhinein sozusagen auf die richtige Größe geschnitten. Das ist korrekt. Die Herstellung passiert auf großen Glasplatten, damit fängt es an. Und möglichst lange im Prozess wird auf diesen großen Platten gearbeitet, um letztlich am Ende der Prozesskette erst zu vereinzeln. Das bringt natürlich im Durchsatz erhebliche Vorteile und diese Maschinen sind eben auf diese großen Platten ausgelegt. Um also industrierelevant da arbeiten zu können, muss auch unsere Technologie, der Veredelungsschritt oder das Annealen mit dem Laser, muss die Möglichkeit bieten, diese großen Platten zu bearbeiten. Ein Displayhersteller, der Ihre Technologie nutzt, wie viel Displayfläche kann der herstellen? Sagen wir mal, in einem Monat gibt's da, können Sie da mit einer Zahl aufwarten, dass man sich das mal vorstellen kann? Ja, die Zahlen, die spontan beeindruckend sind, ist beispielsweise 2 Millionen Smartphone-Bildschirme je Tag. Wenn man jetzt eine unserer Maschinen anschaut und bezieht sich auf diese Glassubstrate, dann reden wir von etwa 10.000 Glassubstraten im Monat, aus denen dann jeweils zwischen 100 und 200 Bildschirme letztlich rausgeschnitten werden. Somit über die Vielzahl der Systeme, die im Betrieb sind, kommt es Richtung der Zahl 700, 800 Millionen Smartphone-Displays pro Jahr. Alle hergestellt heute mit dieser Technologie. Das ist ja schon eine Riesenmenge. Vielleicht noch mal zur Geschichte Ihrer Forschungsarbeit. Ich denke, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie seit 15 Jahren an dieser Technologie arbeitet. Wie viele Menschen waren für diese Entwicklung notwendig? Wie groß ist Ihr Team sozusagen? Stellvertretend sind ja 3 Personen hier nominiert, aber wie ich schon gesagt, das ist stellvertretend. Der wesentliche Teil der Innovation ist ja natürlich zunächst die Entwicklung. Dabei sind jetzt über Jahre schon etwa 3/4 aller Entwicklungsmitarbeiter an just diesem Projekt beschäftigt und das sind circa 50 Ingenieure, Physiker, die die eigentliche Entwicklung machen. Dann geht es weiter ins Engineering und letztlich ja heute auch in die Produktion. Somit sind etwa 2/3 aller Mitarbeiter am Standort Göttingen einzig dieser Technologie verschrieben. Und heute ist die Mitarbeiterzahl am Standort schön gewachsen. Aufgrund dieser Innovation, aufgrund dieses Erfolges gewachsen um etwa 150 Mitarbeiter in den letzten 2 Jahren, sodass wir heute etwa 360 Mitarbeiter schon sind, hier am Standort in Göttingen. Man hört ja sehr viel von Fachkräftemangel. Haben Sie das gespürt? Ist es für Sie schwierig gewesen, neue Mitarbeiter zu finden für so eine doch sehr spezielle Technologie, die Sie entwickeln? Es ist in der Tat sehr schwer, speziellere Kenntnisse für die Entwicklung, aber auch im Bereich des Engineering zu rekrutieren, für so ein doch relativ spezielles Produkt, eben ein Hochleistungslaser mit sehr anspruchsvoller optischer Technologie daran. Bis heute ist uns das gelungen. Bis heute ist es uns auch gelungen, den Bedarf im Bereich des Operations, also der Produktion, nachzukommen.
aber Sie sprechen das Thema an. Das ist in der Tat eine schwierige Aufgabe, wo wir froh sind, dass wir das bislang so haben lösen können. OLED-System sagt vielleicht nicht jedem Laien was. Können Sie das noch mal kurz erklären? Worum handelt es sich da? Dann hole ich nochmal aus und erkläre das LCD. LCD ist in dem Sinne eine Struktur, ein Liquid Crystal, der Light entweder transmittieren lässt, durchlässt oder sperrt. Und hinter dem LC ist eine Hintergrundbeleuchtung. Die ist permanent an, wird von beispielsweise einer Lampe oder eben LED erzeugt. Anders dazu das OLED. Beim OLED wird direkt Licht emittiert aus einem organischen Molekül und durch Stromfluss durch das organische Molekül kommt es zur Lichtemission. Das ist sehr elegant, man braucht nur dünnste Schichten, steuert den Strom entsprechend an und diese sehr dünnen kleinen Bildpunkte leuchten von sich heraus. Damit kann man sich vorstellen, die komplette Hintergrundbeleuchtung, die Komplexität der LC-Molekülaufbaus, all das verschwindet und ich habe in dem Sinne eine Struktur aus Dünnschichten, die über Strom letztlich zum Leuchten angeregt werden direkt. Also jeder einzelne Bildpunkt wird angesteuert von Transistoren, wie genannt, und leuchtet aus sich heraus. Kann man sagen, dass das die Zukunftstechnologie ist? Das ist die Technologie, die als Zukunft für die Displayherstellung zitiert wird. Ich bin davon überzeugt, insbesondere wenn man schaut, welche Vorteile das bietet. Das bietet beispielsweise den Vorteil, auf flexible Substrate abzuscheiden. Heute schon im Markt die ersten sozusagen flexiblen Displays, wo der eigentliche Bildschirm nur noch eine dünne Folie letztlich darstellt, damit beim Gewicht, bei der Haltbarkeit, also bei der Zerstörschwelle dieser Displays erhebliche Vorteile bietet. Und auch der Kreativität von Produktdesignern natürlich völlig neue Möglichkeiten bietet. Sie bewegen sich ja auf einem Markt, in dem sich alles sehr schnell entwickelt, in dem sich auch sozusagen die Herstellungszyklen schnell verändern. Wie lange braucht es, um so ein System aufzubauen für einen Kunden und ihm dann wirklich auch zur Verfügung zu stellen? Wenn wir die Beschaffungszeit aller Komponenten mitrechnen, brauchen wir etwa 6 Monate, um ein System zu fertigen. Von dem Termin an, dass die Teile vorhanden sind, startet der Aufbau und nach etwa 3 Monaten wird es abgeschlossen mit dem entsprechenden Endtest von Laser und Optik und gegebenenfalls einer Kundenendabnahme, die die Funktionalität letztlich nachweist. Also 3 Monate für den gesamten Aufbau, 6 Monate, wenn wir jetzt auch noch die Beschaffung von Komponenten und so weiter dazu zählen. Herr Petzl, wenn Sie den Zukunftspreis gewinnen sollten, was glauben Sie, wie wird sich das auf Ihr Projekt auswirken? Ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, den Preis zu gewinnen. Schon heute nehmen wir das als sehr positiv auf, wie sehr wir heute Beachtung finden und ein bisschen Öffentlichkeit dafür bekommen. Das hilft in jeder Richtung. Das hilft beispielsweise, wir hatten das Thema Personal angesprochen, eine Sichtbarkeit zu haben, darstellen zu können, wie interessant, wie innovativ und perspektivisch vielversprechend ist das, was wir hier machen. Das hilft beim Personal, das hilft in der Motivation der Mitarbeiter, das hilft in der Sichtbarkeit im Konzern. Aber natürlich auch auf der Kundenseite, um da nochmal zu sagen, dass das, was wir hier liefern, wirklich anerkanntermaßen gutes deutsches Engineering, sage ich jetzt mal, darstellt. Zum Schluss noch eine Frage, die wir auch den anderen Teams, mit denen wir schon gesprochen haben, gestellt haben. Müssten Sie aber nicht beantworten, wenn Sie nicht mögen. Was werden Sie mit dem Preisgeld machen? Was werden wir mit dem Preisgeld machen? Ja, da muss man sicher im Einzelnen noch sprechen.
Ganz sicher ist es so, dass wir hier über Jahre sehr hart gearbeitet haben und dass wir auch jetzt da sehr intensiv immer eingespannt sind. Also als Kleinigkeit am Rande ist es sicherlich auch mal Zeit, sich selber zu belohnen. Und damit meine ich nicht mich, sondern die Vielzahl der Mitarbeiter am Standort. Aber insbesondere würden wir uns freuen über den Preis, um dann uns auch Technologiefragen widmen zu können. Technologiefragen jetzt verstanden als nicht direkt produktbezogene Änderungen, Verbesserungen, sondern auch ein bisschen Freiheit für Dinge, die wir immer schon machen wollten, um in der Technologie weiterzukommen. Also sozusagen nochmal ein bisschen an den Grundlagen zu arbeiten. Man muss sich immer mal rückbesinnen und zurückschauen, ob man an irgendeiner Stelle nicht auch noch eine smarte Idee entwickeln kann, was vielleicht im täglichen Fluss von Anforderungen nicht immer Beachtung finden kann. Okay, dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Wir müssen natürlich neutral bleiben, das ist ja klar. Wir drücken auch den anderen die Daumen. Trotzdem an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden haben. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, liebe Freunde des gepflegten Hangouts, das war das dritte und letzte Gespräch in unserer kleinen Hangout-Reihe zum Thema Deutscher Zukunftspreis 2013. Wer das Rennen am Schluss macht, können wir alle sehen am 4. Dezember 2013. Gegen 22.15 Uhr einfach die Glotze anschalten, ZDF einschalten und schauen, wer das Rennen gemacht hat. Bis dahin.